Es geht eine dunkle Wolke rein. Mich dünkt, es wird ein Regen sein, ein Regen aus den Wolken, wohl in das grüne Gras und kommt. Merci vielmals. Ich begrüße Sie hier im Kinotheater Madeleine in Heerbrugg im Namen der Rintaler Kulturstiftung. Wir verleihen heute Abend zum 9. Mal den Rintaler Kulturpreis der Goldenen Türken. Heute Abend aber ist alles ein bisschen anders. Statt einem proppenvollen Saal mit mehr als 300 Gästen sind wir wegen Corona-Schutzmassnahmen weniger als 50 Personen hier im Saal. Die Preisverleihung im Kinotheater Madeleine ist grundsätzlich immer, das Jahr aber noch viel mehr, ein kulturpolitisches Statement der Rintaler Kulturstiftung. Kultur ist eine reichhaltige Ressource, die uns gerade in diesen turbulenten Zeiten hilft, mit schwierigen Rahmenbedingungen und mit Einschränkungen umzugehen. Kultur fördert Innovation, lebt Flexibilität und gibt uns Resilienz, das heisst Kraft, mit stressigen und mit schwierigen Situationen umzugehen. Zur Kultur gehören Komik, Tragik, Humor, auch Galgenhumor, die ganze Palette von sinnlichen, ernsten, lustigen und spielerischen Auseinandersetzungen mit unserem Leben. Mit unseren fundamentalen Bedürfnissen, aber auch mit unseren existenziellen Ängsten. Und in dem für Kultur und die Kulturschaffenden herausfordernden Corona-Jahr Clownin Gardi Hutter mit dem Rintaler Kulturpreis auszeichnen und damit auch die von ihr kreierte Figur Hanna zu ehren, das ist für mich außerordentlich stimmig. Die tapfere Hanna,
Wir kennen sie alle. Sie ist eine tragisch-komische Kämpferin. Ihr bleibt nichts, aber wirklich keine einzige Widrigkeit erspart. Aber sie ist eine Jeanne d'Arc. Sie kämpft und kämpft und sie wird nie zum verzweifelten Opfer. Die tapfere Hanna. Eine passendere und positivere Leitfigur in diesen schwierigen Corona-Zeiten kann ich mir gar nicht vorstellen. 2011 hat die Rintaler Kulturstiftung den Goldenen Türken gestiftet als Anerkennungspreis für Rintaler Kulturschaffende oder Kulturschaffende mit Rintaler Wurzeln. Mit dem Goldenen Türken werden die Qualität, Nachhaltigkeit und die überregionale Ausstrahlung, Mut und Innovationskraft ausgezeichnet. Für den Rintaler Kulturpreis kann man sich nicht bewerben. Eine Fachjury erarbeitet jeweils eine Shortlist und daraus wählt der Stiftungsrat den Preisträger oder die Preisträgerin aus. Mittel für unsere Fördertätigkeit werden bereitgestellt von den 12 Gemeinden zwischen St. Margrethe und Rütti und vom Amt für Kultur vom Kanton St. Gallen. Der Rintaler Kulturpreis ist mit 15'000 Franken grosszügig dotiert. Und warum nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch monetäre Anerkennung für Künstlerinnen und Künstler existenziell ja übers Lebenswichtig ist, ich glaube, das muss ich in diesem Corona-Jahr nicht mehr weiter ausführen. Der Kreis, geschätzte Damen und Herren, von den bisherigen Preisträgerinnen ist illuster, umfasst Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten. Ganz kurz, 2012 Jolanda Spirig, Autorin aus Marbach, dann der Marcel Gisler, Filmemacher aus Altstädten, der in Berlin lebt, der Wittnauer Künstler Benny Bischof, ein Shootingstar von der internationalen Kunstwelt, Floriana Frassetto aus Altstädten, Gründerin von Mummenschanz, der Josef Ebnöter aus Altstädten, junggebliebener Grand Seigneur von der bildenden Kunst, 2017 die Lenzin Brothers, wo wir am Schluss von ihrer gemeinsamen Karriere ausgezeichnet haben, so als Ermutigung für ihren Weg als Solokünstler, Bertha Thurnherd, Grand Dame von der Rintaler Dialektforschung und Dialektliteratur und letztes Jahr 2019 der Kuno Bond, der Rintaler Filmemacher und Theatermensch. Und 2020 heisst es «The winner is Gardi Hutter». Bitte grossen Applaus. Geschätzte Damen und Herren, mit der Gardi Hutter ehren wir eine Schauspielerin, Autorin und eigentlich die bekannte Schweizer Klonin. Gardi Hutter ist in Altstädten geboren und aufgewachsen, sie wohnt aber seit 30 Jahren im Tessin. Sie ist Mutter von der Sängerin Nada und dem Perkussionist Juri Gainero und beide stehen mit ihr in der neuesten Produktion Gaia Gaudi auf der Bühne. Und mit diesem Programm ist sie auch im September 2019 hier im Kinotheater Madeleine zu Gast gewesen, also in dem Sinn die zweite Show für sie hier in Madeleine. Gardi Hutter hat eine klassische Schauspiel- und Theaterpädagogik-Ausbildung an der Schauspielakademie in Zürich absolviert, dann eine dreijährige sogenannte Clown-Gesellenzeit in Italien. Seit den 1980er Jahren ist Gardi Hutter auf der Kleinkunstbühne in der Schweiz und in den Nachbarländern präsent. Da sie mit ihrem Clown-Theater nicht auf sprachliche Vermittlung angewiesen ist, sind ihre auch Bühnen in Osteuropa, Süd- und Nordamerika offen. Viele von Ihnen kennen Gardi Hutter sicher von den Fernsehübertragungen vom Arosa Humorfestival, wo sie mit ihrem Programm schon verschiedentlich auftreten ist. Und 2012 hat der Kuno Bond, gerade der Preisträger vom letzten Jahr, den Dokumentarfilm Gardi, die Unendlichkeit des Spiels dreht, wo er sie auf dem Weg zu ihrem Bühnenprogramm Die Schneiderin begleitet hat. Bis heute ist Gardi Hutter in über 3'700 Vorstellungen auftreten mit 9 abendfüllenden Theaterstücken, einem Zirkusprogramm und 3 Musicals. Gardi Hutter hat schon 18 Kunstpreise erhalten. Und der 19. ist jetzt ein Goldiger. Der Goldige Türke, eine Anerkennung aus ihrer Heimat, im St. Galler Rintal. Es freut uns sehr.
Preisträgerin hat sich gewünscht, dass Monika Scherer die Laudatio für sie ausrichtet. Und Monika Scherer vorzustellen ist, wie man bei uns so im Rheintal sagt, Wasser in Rhein tragen. Seit mehr als 30 Jahren ist sie Kultur- und Reisemoderatorin, Redaktorin und Produzentin von diversen Sendeformaten beim Schweizer Radio und Fernsehen. 2011 hat sie zusammen mit ihrem Mann Topic Film übernommen, eine der ältesten Filmproduktionsfirmen in der Schweiz. Monika Scherer führt regelmässig Buchvorstellungen, Lesungen in Theater und in Anlässe durch. Sie ist eine Moderatorin, die das Publikum immer wieder begeistert und eine fantastische Gesprächsleiterin. Begrüßen Sie auch mit einem grossen Applaus Monika Scherer. Liebe Frau Präsidentin vom Rheintaler Kulturstiftung, Christa Köppel, auch ganz herzlich ein Dank für die warmen Worte zur Eröffnung. Und natürlich allerliebste Gardi Hutter. Gardi, ich finde, man muss es jetzt einfach mal sagen, du bist die Grösste. Also gut, wenn man jetzt dich so anschaut, von Kopf bis Fuß, dann stimmt das möglicherweise nicht ganz. Dann kann man dich jetzt im Moment ja eher brauchen, so als Social Distancing Messlatte. Das würde gerade etwas so reinpassen. Aber Gardi, du bist eben die Grösste, und zwar in der Kleinkunst und nicht nur da, weil du eben wirklich wahnsinnig gross denkst und dabei eben das Detail nicht aus den Augen verlierst. Ich durfte das diesen Sommer wieder mal ganz aus der Nähe beobachten. Ich habe dich begleitet an einer Vorstellung. Es war, glaube ich, die 1687. Vorstellung von der tapferen Hanna. Du hast gespielt, sozusagen vor der Haustür in Lugano an einem Open Air. Und ich möchte euch das vorstellen. Gardi ist dort mit einem Techniker. Die Bühne ist aufgebaut. Es ist noch Nachmittag. Wir warten noch auf das Publikum. Und Gardi geht auf die Bühne. Und da hat es natürlich den Haufen, oder, von der tapferen Hanna mit diesen Kleidern und dieser Wäsche und so. Und ich bin einfach ein bisschen im Publikum, also im leeren Publikum gesessen, so ein bisschen wie jetzt. Und habe so zugeschaut. Und die Hutter, wie ich ihren Namen sage, hat wirklich 10 Minuten lang an diesem Wäsch Haufen umgezüpfelt und geschaut, dass irgendwie jedes Fützeli am richtigen Ort und was auch immer ist. Und ich habe gedacht, hat die heute Premiere oder was? Aber nein, es war die 1687. oder was auch immer Vorstellung von der Hanna. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist genau das, was mir eben auch so Eindruck macht bei dir, Gardi. Dass du so die Liebe hast zum Detail und eben wirklich dich auch in so einer Ausdauer mit deinen Stücken bewegst. Also man muss sich vorstellen, du bist nämlich nicht nur 30, sondern seit 40 Jahren mit deinen Stücken, mit der Hanna auf der ganzen Welt unterwegs und immer wieder, jeden Abend aufs Neue, stehst du vor das Publikum an und gibst das Beste, wahrscheinlich sogar das Allerbeste. Gardi, du bist mit deinen 1,57, hast du mir gesagt am Telefon, ich glaube es nicht ganz, aber es steht so im Pass, 1,57 wirklich die Grösste, weil du nämlich genau das machst, was du kannst, respektive du weißt, was du kannst, aber du hinterfragst dich eben immer. Gardi geht immer her bei jedem Stück und sucht den philosophischen Kern, sucht das Universelle. Und wenn sie das nicht gefunden hat, dann ist das Stück eben noch nicht fertig. Und Gardi ist auch jemand, der immer wieder hergeht und fragt und Leute fragt und Leute zunimmt, weil damit sie das, was sie im Kopf hat, eben genau so herbringt, wie sie es will. Und manchmal braucht sie Unterstützung oder meistens braucht sie Unterstützung von anderen. Und auch da ist sie sich eben nicht zu gross, solche Unterstützung anzunehmen. Im Gegenteil, so entsteht eben noch Grösseres. Gardi, du bist aber eben auch die Grösste, weil du Sachen machst, wo andere, ich zähle mich da langsam auch dazu, sich schon langsam zu alt fühlen, um das noch zu machen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass du gelernt hast, Töff fahren. Ich weiss nicht, bist du glaube ich etwa 50 gewesen. Und dann irgendwie über die Alpenpässe noch gekurft bist. Oder immer noch. Du hast gelernt, Gleitschirm fliegen, wo andere irgendwie nicht einmal mehr irgendwie 2 cm über den Boden können springen. Und du bist auch eine wunderbare Motorboot-Pilotin oder Kapitänin. Das darf ich manchmal auch selber erleben, wenn mir Füdli Blut, ich sage nicht wo, auf dem Lago di Lugano umkurven. Aber
was du auch könntest sein, wenn jetzt du nämlich nicht Clownin geworden wärst, dann wärst du eigentlich die perfekte Chauffeurin für jedes motorisierte, jeden Untersatz, den es eigentlich so gibt. Ich meine, Gardi muss man einfach mal erleben, wenn sie den grossen Gardi-Hutter-Tourbus durch die super engen Gassen in Arzo manövriert. Da hat es auf jeder Seite 5 mm zwischen diesen Muren und sie parkiert also hinten rein. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, sie hat sich extra den schwierigsten Parkplatz in dem ganzen Arzo-Bergdorf ausgesucht, damit sie jedes Mal, wenn jemand neben sie sitzt, ein bisschen blöffen kann, wie souverän sie einparkiert. Einfach so viel. Ja, Gardi, du bist auch die Grösste, muss ich ganz persönlich sagen, weil wenn ich bei dir auf Besuch bin, werde ich erstens immer wahnsinnig fürstlich verpflegt. Dein Kühlschrank ist immer proppenvoll. Und ich habe sogar das letzte Mal dürfen in den Keller runtersteigen und eigentlich mir egal, welche Weinflaschen aussuchen. Also es hat auch die älteste sein. Es war vielleicht nicht die beste, aber es war immerhin die älteste. Und wir haben sie dann zusammen kredenzt. Gardi, und jetzt komme ich auf das, was eigentlich die Laudatio wird ausmachen, weil ich verschwinde jetzt dann gerade hier von der Bühne. Gardi, du bist aber auch die grösste etwas, wie soll ich sagen, du bist wahnsinnig neugierig. Und ich habe gedacht, anstatt dass ich jetzt da vorne ein bisschen erzähle, was ich alles über dich weiss, erfülle ich dir sozusagen einen Wunsch. Und zwar habe ich das Gefühl, dass du eigentlich extrem gern an einem kleines Müsli wärst, und nicht das aus deinem Stück, sondern einfach ein kleines Müsli wärst, wo du könntest dich einmal so unter dem Tisch verstecken, wenn andere über dich schnurren und über dich erzählen und sich über Gardi Hutter auslösen. Und genau diesen Wunsch habe ich jetzt gefunden, möchte ich dir für die Laudatio und für den Goldigen Türken erfüllen. Und zwar habe ich 3 WegbegleiterInnen von dir eingeladen zu einem Tratsch über Gardi Hutter. Und das schauen wir uns jetzt an. Der darf jetzt laufen. Ja, wir haben uns getroffen in der Ziegelhütte. Das ist ein Beiz in Schwammendingen am Rand von Zürich. Sandra Studer war dabei. Der Dominik Flaschka, der ist Regisseur vom Hechtplatztheater. Und Benita Cantieni, die Erfinderin von der Körpertherapie Cantienica, auch eine langjährige Freundin von der Gardi. Ein Ding, das uns Nähe gibt, ist, dass man aus einem sehr ähnlichen Klima im Rintel kommt. Das hätte ich nie gedacht früher, dass das wirklich keine so eine Basis geben kann. Oder? Manchmal braucht es ein Wort und wir fangen beide an zu blären. Oder beide grosse Familien, 6 Kinder, glaube ich auch. Und meine Mutter, Papeterie und ihre Eltern ein Modegeschäft. Und niemand hat Zeit für die wilden Träume von kleinen Mädchen. Mhm. So in den 50er, Anfang 60er. Und dass das einfach so ein Humus ist, der Kompost, finde ich spannend. Wie sind denn Gardi du? Gardi war natürlich ein Idol. Sie kommt aus dem Rintel, der Nähe, wo ich aufgewachsen bin. Und sie ist an der Schauspielschule. Was ich auch machen wollte, sie war schon ein Star, als ich an der Schauspielschule war. Und kennengelernt habe ich sie dann erst, als ich Hechtplatzleiter geworden bin. Und sie schon dort natürlich ein- und ausgegangen ist und grossen Erfolg geführt hat. Und irgendwann im Dunkeln, ich weiß noch, im Backstage-Bereich bin ich dann mal zu der Gardi Hutter mich vorstellen als neuer Hechtplatzleiter und so. Kurz vor der Vorstellung und dann ist sie auch, hat sie sich, da kann sie gut aufbauen. Und, ah, du bist der Flaschka. Und ja, die ist eigentlich von Anfang an... Das war's dann ins Herz geschlossen. Ja, wirklich, ganz, ganz schnell. Und das, sie ist nicht bei allen Künstlern. Also es gibt ja viel, viel, ich sage jetzt einfach, professionelle Verbindung. Aber immer eins geht gut ziehen etc. Aber bei ihr ist ganz schnell etwas Herzliches. Also, ich muss vielleicht auch noch erzählen, wie ich sie kennengelernt habe. Wir haben uns in einer Garderobe sind wir uns näher gekommen. Wir haben zusammen im Eröffnungsstück vom Casino Theater Winterthur gespielt und sind in die gleiche Garderobe verbannt worden quasi. Und wir haben uns eigentlich nicht kennengelernt. Und das ist aber ganz schnell gegangen, dass da total ein toller Draht da war. Ich war ein bisschen der Aussenseiter dieser Produktion. Ich bin da so ein bisschen die Unterhaltungstante vom Fernsehen.
und durfte trotzdem mitmachen. Quasi. Ich bin ein bisschen toleriert worden, dort zusammen mit dem Benny Thurnherr. Und ich sage das so, weil ich das halt von gewissen Künstlern und gestandenen Comedians so ein bisschen zu spüren bekommen habe. Also kannst du echt froh sein, dass du ein bisschen da mit dabei sein darfst. Und Gardi so ganz anders. Gardi ist mit offenen Armen auf mich zugekommen, war mega neugierig. Es hat sie total interessiert, was ich mache. Ganz einen anderen Lebensentwurf. Ich hatte gerade irgendwie meine zwei kleinen Kinder gehabt. Ich habe eben die grossen Unterhaltungssendungen gemacht, die so gar nicht die Welt der Gardi sind. Aber ich habe gerade gemerkt, die ist so offen und die interessiert sich wahrhaftig für mich als Mensch. Und dann habe ich gedacht, aber wie ist denn das und wie machst du das? Und sie hat sich für Sachen interessiert, die man vielleicht nicht wird denken, wenn man weiss, wie in welcher Welt sie daheim ist. Und da ist mir einfach das Herz aufgegangen. Also ich liebe Menschen, die neugierig sind und die nicht so auf ihrem Trampelpfad gehen und einfach die Augen offen haben und möchten Menschen kennenlernen. Mich würde noch wundern, weißt du, so, wie sie eher, wo wir mit ihr geschafft haben oder auch mit dem Körper schaffst, wie wir sie erleben in der engen Zusammenarbeit, oder? In so diesen kleinen Fights, die man auch austragen muss, oder? Wo man so Zeugs. Ich meine, ich gehe viel ins Dessin und lehre sie und wir kochen zusammen und dann streiten wir manchmal auch und dann gehen wir laufen. Und dann sind wir irgendwie, wir sind so sehr flapsig direkt, oder? In allem, was wir haben miteinander. Aber so, ich meine, ich habe jetzt noch nie mit ihr geschafft, weißt? Im Sinn von an etwas wirklich knettet. Dominik, wie kennst du ihn am meisten? Es kommt ein bisschen darauf an, was man mit ihr schafft. Also ich habe in einem Clowns-Programm zweimal so flankierend, sage ich, so das Auge von außen begleitet, von Anfang an bis zum Schluss. Und das ist ganz etwas anderes, als wenn sie jetzt in einem Ensemble einfach ein Glied, ein Mitglied ist und muss arbeiten und in dem eigenen Stück. Dort merkt man natürlich dann auch ganz stark, wie ihre Welt funktioniert und also die ist nicht ganz einfach zu verstehen. Das ist aber auch natürlich Qualität wieder auf der Bühne, aber da, in das einzutauchen, wie sie denkt, wie sie vorwärts geht. Also ich habe auch schon Vorstellungen von ihr erlebt, wo sie auf der Bühne ist, das Stück noch nicht fertig war, wo sie gesagt hat, ja, wir machen das Tryout und du hockst dort und denkst, was ist das? Das ist eine Katastrophe. Das wird, sag ab, sag die Premiere ab. Das wird nichts. Und sie hat dann aber so eine Vision, wo es hin muss, wo es hin kann und wo dann auch alles, was schlecht ist, weglässt. Das ist dann manchmal schwierig, um auch in Worte zu fassen, weil sie ja wortlos ist eigentlich. Also ihre Kunst als Clownin. Im Gegensatz dann zum Ensemble, dort ist dann eher bei ihr schwierig, das, was Sandra vorhin gesagt hat. Weil sie es eben nicht kennt, muss sie auch dann viel mehr Fragen stellen, viel mehr wissen und sie ist ein totaler Teamplayer, absolut. Aber sie ist so weit weg, durch das, dass sie immer sonst solo auf der Bühne ist und jetzt auf einmal ein Teil von etwas. Und das ist einmal, das ist hart. Also das ist spannend, aber hart. Aber schlussendlich ist ja das auch eben Qualität von dem, dass man so etwas macht. Also die Mal, wo ich mit der Gardi zusammen geschafft habe, hat sie sich ja immer aus ihrer Komfortzone begeben. Wir haben damals, als wir uns in dieser Garderobe gesehen haben, haben wir uns gegenseitig gestanden, dass ich so gerne mal Theater spielen würde. Oder wieder Theater spielen. Ich habe ganz früher einmal, ich habe mich nie als Schauspielerin gesehen, aber ich habe einfach so Lust gehabt, wieder auf die Bretter zu gehen. Und sie hat mir dann gestanden, sie würde so wahnsinnig gerne mal singen. Und ich dachte, ja, dann machen wir es doch einfach. Und dann bist du irgendwann ins Spiel gekommen, gell, Dominik? Ja, und jetzt, ja, ich habe dann natürlich beim Kreieren des Stücks, beim Schaffen, habe ich enorm viel von ihr gelernt und auch beim Spielen. Also sie kennt natürlich alle Tricks und Kniffs auf einer Bühne. Beim Singen ist es eher umgekehrt. Also dort habe ich ihr dann zum Teil schon ein bisschen helfen. Weil also jetzt Beispiel, wenn zum Beispiel der Michael die Liedstimme musste singen, der Michael von der Heide, und wir zwei müssen ein Chörli dazu singen, dann geht das jetzt, sag mal, unter Kollegen, wenn man Musiker ist, dann geht das recht zacki zacki und dann singt man und du die Stimme und die und mit der Garin hat immer Moment mal, ich höre nichts, wie geht das? Und dann habe ich ihr, also mit dem Handy, wie das ist heute super, oder? Geht das gut, habe ich ihr immer ihre Stimme aufs Bändchen gesungen und dann ist sie heimgegangen und hat die gelernt und da kommt dann schon das fleissige Lieschen, oder? Sie hat es dann wirklich gemacht, sie ist dann heimgegangen und hat das gesungen und am nächsten Tag ist es also mehr oder weniger.
Ehrgeizig ist sie nämlich. Ja, das ist sie. Gott ist ehrgeizig. Ja, das ist sie. Ich bin immer wieder fasziniert, einfach wie beweglich und wie elastisch und wie sie sich immer neue Kisten hineinquetschen kann. Und ich weiß nicht. Enorm. Hat sie also, einfach dann schon mal vom Homöopathen Mitteli hat, um es wieder aufzuschließen. Aber da ist sie enorm beweglich. Sie hat Muskelkostüm von einer 30-Jährigen. Ja. Das ist fantastisch. Also von hinten würde ich sie immer als 30 schätzen. Hey. Das ist jetzt ein bisschen gemein, das ist jetzt ein bisschen. Also komm, wir tratschen jetzt noch ein bisschen über die Garde. So im Sinne von all das, was wir ihr ja nicht immer sagen. Genau, was können wir ihr noch sagen? Es ist eben noch schwierig, weil wir eben ihre alles auch sagen und das, was sie sicher nicht ist nachtragen oder so. Also sie sucht sie auch, sowohl im Job, wenn sie sagt, nein, sag mal das, was nicht gut ist, nicht das, was gut ist, weil das, für das zahle ich dich ja, blöd gesagt, oder? Dass ich weiterkomme. Und das ist aber auch privat, finde ich. Also man kann ihr alles sagen, wenn sie mal dann zu viel schnurrt oder zu viel seich oder zu viel blöd tut auf der Bühne, ich sage, hör auf jetzt, dann ist auch ist ja gut. Also, sie ist ein Dickkopf, das ist, glaube ich, das im Positiven und im Negativen. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann bringt man ihr nicht weg. Also ist jetzt in ihr auch Selbstreflexion, wenn er dann mal etwas nachkommt, ist es dann nicht nur Ratsch, sondern dass sie dann wirklich auch ihren Anteil drin sucht und daran arbeitet. Ja. Ich habe sie gerade gestern gefragt, wie hast du den Lockdown erlebt und wie war das gewesen? Du warst ja sicher wahnsinnig oft allein gewesen. Und dann hat sie mich gesagt, bin ich allein gewesen? Also sie hat wirklich, und dann hat sie wie überlegt, stimmt, ich bin recht oft allein gewesen. Ich dachte, wow, also das ist es, oder? Ja. Dass du wirklich gern mit dir selber bist und gern mit dir selber alleine bist. Also da muss ich sagen, da hat sie mir ganz viel voraus. Ja, mir im Fall auch. Nein, und ich finde auch zum Beispiel, sie sorgt sich ja auch, weißt du, also auch mit dem Essen. Ich meine, sie steht ja dann auch auf und macht sich irgendwie die Säftchen und die Teele. Ja, es ist ein esoterisches Schätzchen, manchmal. Also, ja, schon. Ein Kräuterhex. Ein bisschen spürst du mich, fühlst du mich. Ist auch immer ein bisschen bei der Garde. Also immer, wenn sie mit euch grosse auf Tournee war, raucht sie. Dann nimmt sie ja immer zu. Sie nimmt immer zu. Das ist also nicht mein schlechtes Einfluss. Du, jetzt hat sie ganz Lockdown durch 6 Kilo weniger gehabt. Ja, und sie hat es heben. Ja. Oh, wow. 6, hat sie mir auch gesagt. Also eigentlich ist sie ein verrücktes Huhn, aber hat eben gleichzeitig eine unglaubliche Disziplin. Mhm. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen ihr Erfolgsrezept. Und wenn man so lange auf der Bühne stehen und so lange erfolgreich sein kann, dann kann man das nicht mit einem Lotter leben. Es geht wie nicht. Also man muss ein strukturierter Mensch sein. Und das ist sie nämlich auch. Eigentlich. Obwohl sie diese Seite an sich, glaub, weniger sexy findet als so ein bisschen das Künstlerische, was sie logischerweise ganz fest hat. Aber sie muss die andere Seite auch haben. Ich glaube, dort, wo sie wirklich zur Furie kann werden, wenn es nach dem Auftritt nichts zu essen gibt. Ja. Und sie sagt immer, sie ist die Letzte, die das Essen bekommt in den Bestellungen. Sie ist immer die Letzte. Und sie ist immer so eine Arme. Und dann wird sie hässig und dann passt sie nicht. Und dann ist sie auch nicht gut. Oft nicht gut. Das war wichtig. Das war eine Nummer in unserem Stück drin. Ja. Gell? Das hat sie unbedingt sagen. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich bin immer die Letzte. Ich komme das Essen immer als Letzte. Oder wenn alle überkommen, heisst es, oh, wir haben ein Menü zu wenig, dann hat sie es nicht. Gell? Ja, stimmt. Ja, aber stimmt auch. Es ja, stimmt. Es stimmt. Ja, wir haben es ein paar Mal erlebt. Aber dann zieht sie es einfach an. Oder? Ja. Ich meine, das ist das, was du gesagt hast. Oder? Ein bisschen, wie sie aufgewachsen ist. Oder? Also, das sind natürlich immer so ein Mädchen, das ist immer missverstanden worden, oder? Als Kind. Früher hat man dann am Ende vom Schuljahr, ich weiß nicht, ist es Grundschule gsi, aber ich will einfach verdrängen, hat man Fotos gemacht, immer der Lehrer mit einem Schüler. Und Gardi hat es zustande gebracht, auf jeder Foto sein. Unten rein, oben rein, quer rein, zwischen den Beinen durch, oder, damit sie nicht die vergessen ist. Es gibt noch ein paar davon, muss ich dir mal zeigen. Die Geschichte Liebe, dort war einfach schon klar gewesen. Ich. Rampenlicht, egal wie. Nein, was ich auch finde, ist irgendwie die. Ich meine, sie ist an und für sich ja empfindlich, wenn man sie übersieht, oder? Also wenn zum Beispiel ein Tessiner Künstler nur der Dimitri immer irgendwie und sie wird irgendwie vergessen oder jemand, der gesamtschweizerisch unterwegs ist. Aber ich glaube, dort ist sie empfindlich, aber gleichzeitig hat sie ja absolut recht, eben dort dafür zu kämpfen. Und ist dann auch jemand, der findet, das schießt mich an und ich will dort gehört werden. Und klar, das ist immer Gefahr, dass man dann ein bisschen unsympathisch ist, oder ein bisschen nein. Aber ich finde,
sie hat dort auch eine gute Art, weil sie so hartnäckig ist in dem. Und ich finde, es ist eben nicht einfach jemand, der immer findet, ich will vergessen, sondern es ist auch eine Mission auf eine Art, oder? Oder auch als Frau von dieser Generation und Clownin von der ersten Stunde und Vorreiterin von einer so einer Art von Kunst, dass sie dort einfach auch eine Verantwortung spürt, eigentlich. Und das finde ich eben wieder wahnsinnig, auch beeindruckend. Aber schon, was du sagst, finde ich schon ein Thema. Also sie kommt für mich oft nicht den Platz über, den sie eigentlich verdient hätte. Also so in der Wahrnehmung jetzt in der Schweiz von Künstlern. Und das hat sicher viel damit zu tun, dass sie eine Frau ist, aber es hat noch mit etwas anderem zu tun. Und das geht jetzt ein bisschen entgegen, aber vielleicht kommt das ja dann noch, weil sie so jung wirkt. Also man hat wie so das Gefühl, die Frau kann doch noch nicht auf ihr Lebenswerk zurückschauen, die tut sich doch noch gar nicht zurück. Die ist ja wie ein Ping-Pong-Böller. Also die hat so viel Energie und ist immer noch so fest da und dauert und ist unterwegs und ist so jugendlich geblieben. Also von dem her hoffe ich, dass es ein bisschen an dem liegt, weil sonst muss ich sagen, hoffe ich schon, dass da mal irgendwie noch etwas passiert und man Gardi noch weiter auflupft und sieht, wer sie ist. Ganz herzlichen Dank für die persönliche und eindrückliche filmische Würdigung, Frau Scherer. Ich würde Ihnen jetzt gerne einen Blumenstrauß überreichen. Der steht da unten für Sie. Nehmen Sie ihn nachher gerne mit. Ja, der Platz, wo Sie verdient. Ich glaube, wir versuchen heute Abend, Ihr den Platz zu geben und den Platz einzuräumen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt zur Preisverleihung und zur Ehrung kommen. Im Namen von der Rintaler Kulturstiftung, im Namen von der Rintaler Gemeinde und der Rintaler Bevölkerung verleihe ich heute Abend den Goldenen Türken 2020 an Gardi Hutter. Ja, ich habe mir von dieser Veranstaltung intensiv überlegt, wie ich die Übergabe von dem Preis und von der Preisurkunde unter den gegebenen Umständen würdig und Corona-gerecht gestalte. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen verunsichert und habe dann bei der tapferen Hanna nachgefragt. Und für die war es klar gewesen. Sie hat mir gerade mit Reminiszenz an Jeanne d'Arc der Corona-Pandemie sozusagen mit offenem Visier entgegenzutreten. Und sie hat mir die Zeine zu. Voilà. Und sie hat so als routinierte Wäscherin zu mir gesagt, also Gardi Hutter, die können ja die Urkunde und den Türken ganz sicher allein und ohne mein Zutun, ohne meine Gratulationsworte, ohne meine üblichen Umarmungen da aus der Wäsche raussuchen. Und Hanna hat gestern noch Gas gegeben und hat eigentlich da den ganzen Berg schmutziger Wäsche für die heutige Arbeit von Hand mit heißem Wasser und Seife gewaschen. Und Frau Scherer hat es gesagt, bis um 4 Uhr hat sie da drauf gezüpfelt. So, jetzt gebe ich gerne die Bühne frei für die Preisträgerin, für Gardi Hutter, damit sie sich durchkommt und den goldenen Türken im Kampf mit dem vollen Wäschekorb erobern kann. Bitte sehr, Frau Hutter. Herzliche Gratulation. Und ab in die saubere Wäsche und das Mikli da drin. Also, es ist nicht gerade so Post.
und ich werde wirklich sie da gern ehren mit dem Preis. Das Kuvert ist heutzutage ein bisschen out of fashion. Wir werden ihnen das überweisen. Ist das okay? Wunderbar. So, jetzt müssen wir noch für die Nachwelt ein bisschen anstehen, damit wir ein Foto machen kann in der Corona-Zeit. Das ist auch so gewünscht worden. Bitte sehr. Nochmal. Oh. Also eine gerade Hutterlänge müssen wir jetzt hier haben. Hey, ich bin 1,58. Siehst du? Sie hat höhere Schuhe. Jawohl, so ist es. Also super, freut mich wahnsinnig. Alles Gute. Nein, das hier, schaut sie. Jawohl. Danke vielmals. Die goldige Türke. Die goldige Türke ist ja schon eine Verheißung. Ah, ich muss hier reinreden, ja. Also, danke vielmals. Die goldige Türke. Die goldige Türke ist ja schon eine Verheißung. Mais. Eine 10'000-jährige Kulturpflanze in Gold. Und ich habe dann eben plötzlich gedacht, Türke. Auf Italienisch heisst es Gran Turco. Und er denkt dann, dass das Sinn ein Rindel braucht, aber das stimmt nicht. Also, Türke kommt von Türk und man hat früher, also seit dem 17. Jahrhundert ist der Türke im Rindtal und man hat einfach alles, wenn man nicht so gewusst, wo es herkommt, also wo nicht heimisch ist, ist einfach Orient gewesen und der nächste Orient ist für uns halt einfach Türkei gewesen. Darum heisst er Türke. Ja. Auch auf Englisch, Turkish Corn. Und ich finde, heute würde man ja eigentlich nicht mehr so gerne Türkisch sagen. Also würde ich sagen, der goldige Riantler. Und dann habe ich eben auch gedacht, der Mais ist wirklich für mich, geht durchs Leben durch. Also ich bin im Rindtal aufgewachsen mit dem Rippel. Bin dann lang mit meinem Mann und Regisseur, der Fuggio Gainero, aus dem Friaul kommt. Und die nennt man ja in Italien Polentoni, also Polenta-Esser. Und habe jetzt eine Schwiegertochter, die aus Mexiko kommt. Also eine richtige Mais-Connection. Ja. Ein Preis vom Ursprungsort ist immer ein besonderer Preis. Ich bin da vor 50 Jahren losgezogen. Sogar eigentlich eher geflochten, weil wir wissen alle, vor 50 Jahren war das Rindtal nicht das Rindtal, das es heute ist. Es war eher enger. Heute ist es sehr offen und sehr viel fröhlicher. Und damals hatte ich immer das Gefühl, ich bin da und irgendwo ist die Welt. Und in die Welt wollte ich gehen. Und heute habe ich doch das Gefühl, sind wir auch hier, mitten in der Welt. Der Rindtal Kulturpreis zu bekommen, das heisst für mich sehr viel. Es schließt einen Kreis. Und dann sagt mir eigentlich, es ist gut gekommen. Es ist geglückt. Danke vielmals. Geschätzte Frau Hutter, wir möchten Ihnen wirklich auf der Bühne und in unserem Herzen den Platz einräumen, den Sie verdienen. Wir kommen zum Schluss unserer Preisverleihung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. In erster Linie bei der Gardi Hutter als ausgezeichnete und jetzt auch ausgezeichnete Kulturbotschafterin für das Rindtal. Ich möchte mich herzlich bedanken bei der Laudatorin, der Monika Scherer, für die Würdigung von unserer Preisträgerin in Form von einem sehr eindrücklichen, sehr persönlichen Filmbeitrag. Ich möchte mich jetzt voraus schon herzlich bedanken beim Nicole Durer Quartett, das uns jetzt ein Kurzkonzert als musikalisches Schlussbuch beglückt. Im Namen von der Rindtaler Kulturstiftung wünsche ich jetzt Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Klammern auf, Gardi Hutter kommt natürlich etwas zur Nacht über, Klammern geschlossen. Und bleiben Sie gesund und munter. Und geniessen Sie jetzt das Konzert vom Nicole Durer Quartett. Herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Danke vielmals. Wir sind sehr glücklich, wir freuen uns für Gardi Hutter. Herzliche Gratulation.
la ba 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 ba